Drei Tage lang haben die Polizisten in Ingolstadt vor allem die Radfahrer ins Visier genommen und über 2000 Radler kontrolliert. Das meiste, wo wir wieder mal beanstandet haben, das waren unsere sogenannten Geisterradler, also Radfahrer, die den Radweg in falscher Richtung benutzen. Das ist auch Unfallursache Nummer 1, muss man sagen, bei uns. Dann natürlich auch die vorschriftswidrige Handybenutzung, dann der Knopf im Ohr oder der Kopfhörer, das Freihändigfahren und natürlich auch Ausrüstungsverstöße, insbesondere dann in der Nacht, wenn man ohne Beleuchtung fährt. Gerade das Smartphone benutzen Radler immer häufiger während der Fahrt. Die Polizei beobachtet das mit großer Sorge. Man sieht so viele Radfahrer, die freihändig fahren und währenddessen auch noch ein Smartphone benutzen. Sie haben mehr oder weniger gar kein Auge mehr für eine aufkommende Gefahrensituation. Und das ist schon erschreckend. Wer das Smartphone während der Autofahrt benutzt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 60 Euro rechnen. Fahrradfahrer müssen im Moment nur 25 Euro Verwarnungsgeld zahlen. In Ingolstadt fahren immer mehr Menschen mit dem Fahrrad. Allerdings steigt nicht nur die Zahl der Radfahrer, sondern auch die Zahl der Unfälle mit Radfahrern. Vor allem im Stadtgebiet sind im vergangenen Jahr zahlreiche Fahrradunfälle passiert. Und die gehen für den Radler meist nicht glimpflich aus. Auch weil laut Polizei immer noch zu wenig Radfahrer einen Helm tragen. Wenn man bedenkt, dass wir von den knapp 400 Unfällen 334 Verletzte gehabt haben und da viele Kopfverletzungen, dann kann man sich vorstellen, dass mit dem Fahrradhelm, da würde zwar kein einziger Unfall vermieden, aber die Folgen für denjenigen, die wären schon erheblich geringer als ohne Helm. Die Polizei sieht die Kontrollen der Radfahrer als Präventionsprojekt und hofft, dass die Radler in Zukunft mehr auf ihre eigene Sicherheit achten.